Hi Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Heute werden wir uns mal dran machen, ein Herz zu basteln. Hoffe ich doch mal. Irgendwie. Vielleicht. Reden wir nochmal mit dem Paladin. Vielleicht ist er bereit. Nö. Nö, ist er nicht. Okay. Wenn wir ihm einen magischen Pilz mit roter Farbe und orangener Farbe. Mal gute Punkte auf dem Pilz. Ja, warum nicht? Kommt eh gerade nichts im Fernsehen. Tja, vielleicht kann uns Shitting Bull noch helfen. Kannst du Friedenszauber? Ich höre dich. Wie kann man einen Paladin dazu bringen, gegen seinen Willen jemanden zu verzeihen? Ist ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Ja. Der Paladin ist gerne Rinderhack. Paladin ist doof und voll gemein und er ist gerne Rinderhack. Es ist nicht an mir, böse Menschen zu bestrafen. Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden. Keine Chance. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Ja, Voodoo. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladin, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Oh Gott, das klingt kompliziert. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? Ja, ja. So sei es. Okay. Hier habe ich Paladin-Spucke noch warm. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Pipi wäre natürlich noch besser. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Ja, wer will so ein Ding schon haben? Okay. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Viel Glück auf deinen Reisen. Ja, möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. So, dann mal Feuer. Die Kohlen glühen nur noch. Und die Hitze ist enorm. Können wir Bretter drunter tun, damit es besser brennt? Nein. Und mit einer Feder geht auch nichts. Okay. Ja, moin, Paladin. Du, die müssen mal die Haare geschnitten werden. Glaube ich. Hallo, Prinzessin. Ja? Deine Haare sehen nicht allzu gut aus. Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein! Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Ja, so geht's. Meinst du? Also ich würde das jetzt nicht so lassen. Kann ich den Kamm mal sehen? Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso?
Oh oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Schlimmer, siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. Ach, an einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Nick! Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Böser Kamm. Also gut, ich steck ihn ein. Danke. Oh, danke. Ich muss los, Männerkram machen. Haha. So, damit haben wir auch ein bisschen was von seinem Haar. Ein Banner. Das Zeichen. So, was haben wir noch gebraucht? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich und mein Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Hallo, Shitting Bull. Ich höre dich. So, hier Paladin. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch. Aber das wird reichen. So, was brauchen wir noch? Was brauche ich nochmal für eine Voodoo-Puppe? Den Trank des Schlafwandelns? Eine Flüssigkeit des Paladins, etwas von einem seiner Vorfahren. Geht klar. Okay. Bis etwas dann. Von seinen Vorfahren. Ich habe schon einen Plan. Na komm, laber nicht. Das kennen wir ja schon alles. Seine Vorfahren liegen bestimmt hier unten irgendwo. Bei den Urnen. Das sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Einstecken. Ja. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Opa muss Raucher gewesen sein. Da hängt sogar noch ein Knochen raus. Geil. So, ich würde mal sagen, damit haben wir das hier unten erstmal geklärt. Abflug. Und wir lösen gleich einmal den ersten Teil unserer Kriegerquest. Ja, moin, Taure. Ich höre dich. Ja, hier. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Perfekt. Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Ist das da eine Papiertüte, in der er das jetzt mischt? Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Lecker, lecker, lecker. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. So, ich bin dann erstmal weg. Möge der Wind dir gewogen sein. Ja, hoffe ich doch mal auch mal. Hier, Meister Paladin, ich habe hier einen Schönheitstrank für dich. Hallo, Prinzessin. Ja? Hast du durch? Ich habe hier einen super Trank. Ich habe den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Er hat null Kalorien? Das ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut null Kalorien. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke.
Viel zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte. Schlimm, oder? Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Mama mag das Mana Mysterium. Nee. Manamax Iso Sport Drink mit extra O2. Manamax Iso Sport Drink mit extra O2. Wow, Trademark. Klingt sportlich. Und ich habe das Gefühl, dass an der Entwicklung jede Menge schlauer Köpfe beteiligt waren. Ja, das glaube ich auch. Also schön, gib her. Hier, probier mal. Ganz leer machen. Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Kannst du mir vielleicht ein paar Stärkungen zaubern? Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö. Ich hasse diese ständige Gebuffe. Na komm schon. Du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal. 0 Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach alle. Ach, schrecklich. Danke für die Buffs. Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Und ich habe noch eine Entschuldigung zu akzeptieren. Oh, ja. Mehrere Modezeitschriften. Paladins Health, Debuffed, Platte und Rock. Aha. Hammer, episch ist nicht gleich schick. Die Waffenröcke der Saison und Lipgloss für Anfänger. Ja, das sind Standardmagazine, sollte man haben eigentlich. Hammer. So, dann mal ab in die Gruft. Ja, komm. Zeit für die große Show. Ja, natürlich. Er ist es! Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen! Nein? Ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Ja. Also gut. Was? Verzeih! Du musst es sagen! Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, ich... Bobbel! Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Tut Und mir leid. Ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden. Und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Oh. Ich lasse Verdammt. Dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Oh oh. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Oh, der Todesstoß. Also gut, du hast gewonnen. Ich verzeihe dir. Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Ja, das wäre voll gut. Oh, da hat er seinen Ruhestern benutzt. Was ist passiert? Ich hätte die Modezeitschriften nicht nehmen sollen. Gib mir mal deinen Schädel. Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Juhu!
könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Nein. Nee, die gehört doch dahin, oder nicht? Buffs NMS. Nacktmullschutz. Reduziert deine Angst vor Nacktmullen um 50%. War nicht schlecht. Untermilchleuchten. Deine Rüstung leuchtet in allen Farben des Regenbogens, wenn du sie in Milch tunkst. Wo soll ich denn jetzt Milch herbekommen? Was aber das SFV? Safe Game ermöglicht es dir, falsche Entscheidungen rückgängig zu machen und Dinge noch einmal zu tun. Wow, das klingt mal wirklich gut. Schade, dass der Buff nur eine halbe Stunde läuft. Du warst es, oder? Du steckst hinter der Entschuldigung des Paladins. Nein. Das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast dir die Belohnung redlich verdient. Schlag ein! Später vielleicht. Der Helm des Kriegersets befindet sich in einer Mine hier ganz in der Nähe. Sie ist von Erdwichteln bevölkert. Seltsame kleine Kreaturen, diese Erdwichtel. Warum? Die haben den Helm in ihre Mine gebracht und dort wird er noch immer sein. Danke sehr, es war mir wirklich ein Vergnügen. Kein schlechtes Gefühl, jemand anderem zu helfen und sich für ihn zu freuen, oder? Könnte man so sagen. Okay, damit haben wir die Mine freigeschaltet, denke ich mal. So, hier, ich hab da einen Schädel für... Schaut mal, was ich hier habe. Körper! Oh! Ja, ja, noch ein Stück. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist toll! Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um deinen Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett von... Oh, hallo. Ich bin Gulliver. Esther. Liebe. Okay, das ist... Pfui. Nate, ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Bring meinen Körper zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie aufmerksam. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Entschuldigung, das ist mir ein bisschen Kotze hochgekommen. So, wir brauchen immer noch ein Herz. Vielleicht. Safe ermöglicht. Wow, schade, dass der Buff... Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Safe ermöglicht. Wow, schade, dass... Hey, Gulliver. Ah. Ich kann einfach kein Herz auftragen. Hier in dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Ja, natürlich. Da? Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Ist doch egal. Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Pizza. Okay. Ein Haufen Schrott mit einem geflickten Blasebalg und einem toten Runzelherz soll also durch einen Blitzschlag zum Leben erweckt werden. Klingt doch alles ganz durchdacht. Ja, ja, es klingt logisch. Das wird funktionieren, glaube ich. So, ihr beiden Turteltäubchen, dann gucken wir mal. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ja. Und wie geht's nun weiter? Was genau soll hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Wie könnte man das anzweifeln? Sieht nur nicht nach einem Gewitter aus. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ja klar, nichts leichter als das.
habe einen Plan, der Schamane. Und du und Esther? Wir lieben uns. Ja, das glaube ich. Wir wollen eine Familie gründen. Das ist großartig. Nee. Unser erstes Kind soll Nate heißen. Juhu.